Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Homeworld 2 Remastered Let's Plays, wo wir gerade ja mitten in der Verteidigung der Hüter hier waren. Unsere Aufgabe ist immer noch, die Hüter zu besiegen, wir hier mitten im Fight sind. Und ich ja schon gesagt habe, wir lassen die einfach fighten. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das für eine Zwischensequenz war. Sensors indicate there was a major energy distortion in the vessel before it disappeared. There are no signs of debris. Ja, schön. Der Hüter ist weg. Hatte ich eigentlich noch was in der Bauwarteschlange? Da habe ich sogar nichts in der Bauwarteschlange. Ich muss erst wieder über die verschaffen. Ich habe wieder ein paar Tage nicht gezockt. Wir bräuchten Fregatten. Gar nicht so viele. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir haben nur keine Jäger. Eine Marinefregatte fehlt uns. The keepers have simply disappeared. No known cloaking field signature was detected. Okay. Group 1 copies. Sammelt euch. Strike group coordinates locked in. Geht noch mehr außer eine Marinefregatte? Bist du von allen 5 sein? 5. 5. Nein, es fehlt uns nichts weiter. Okay, Marinefregatte ist in Produktion. Ach schon, wir hatten ja letzte Folge. Jetzt erinnere ich mich wieder. Unser Trägerschiff an das Raumdock angedockt. War das diese Mission? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ihr baut schön ab. Das ist das Wichtigste. Hier wird man noch mit zur 1. Du hörst mit zur 1. So. Die Leute hier sammeln. The Ventusi are here. Passiert noch was? Hallo? We see you have acquired a progenitor dreadnought. This is the most powerful weapon. Bring it to us, and we will repair the great cannon. Roger. Roger. Dock order confirmed. Ja. Wir bringen das super Schlachtschiff. Denn die Ventusi waren bis jetzt immer freundlich zu uns, von daher habe ich auch dieses Mal großes Vertrauen zu denen. Ich muss demnächst echt wieder anfangen, dass ich mir einzelnen Local resources exhausted. Fleet moving on. Sachen abspeichere, also dass ich mir mal so ein paar Infos dazu mir merke, weil es passiert mir immer wieder, dass ich in die nach den Aufnahmepausen irgendwo hin switche und gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen wollte. Warum wir überhaupt hier sind. Also die Storylücken muss ich manchmal... Ich glaube, ich muss demnächst einfach wieder anfangen, dass ich am Ende des Spiels sage, wo ich war, wenn ich diese Aufnahmepausen mache. Reporting. Dann da rein switchen. Na ja, gut. Ich meine, wir sind jetzt hier problemlos reingeswitcht. Ich habe bloß keine Ahnung, war das jetzt hier nicht schon eine längere Dev-Mission gewesen? Mann, ich habe keine Ahnung. Wir schaffen das. So, ich habe übrigens jetzt extra ganz zum Schluss angefangen mit Humble. Theoretisch muss ich 5 Folgen aufnehmen. Praktisch habe ich mir gesagt, ich kann morgen noch aufnehmen. Ich mache so viel, wie ich Lust habe. Und ich bin mal gespannt, wie lange mich jetzt Humble fesselt. Nach den 5 Folgen müsste ich auch spätestens ins Bett. So, habt ihr noch was zum Abwenden oder seid ihr fertig? Group 9 copies. 700. Ah gut, die haben noch ein bisschen was. Weil die haben ja schon gesagt, nothing more in range, fleet moving on. Aber erstmal machen sie das fertig, bevor ich die woanders hinschicke. Ey, dass dieses super Flachschiff so unglaublich langsam ist, ne?
Ich glaube, wir hatten das letzte Folge gerettet, sind hier hingekommen. Und dann haben wir... war das hier kaputt. Wir haben das an das Raumdock angedockt. Und sollten dann alles besiegen und das haben wir alles gemacht. Hatten aber nicht weiter abgebaut, oder? Ach nein, wir sind aus dem Hyperraum hier geworfen worden. So war das doch. Wir sind hier auf dem Hyperraum geworfen worden. Kann ich hier beim Laden? Nee. Kann ich leider nicht sehen. Ich kann nicht in die Missionsübersicht gehen. Wir sind hier angekommen, in den Hyperraum geworfen worden und mussten uns irgendwie verteidigen und haben das auch gemacht. Aber warum? Ich habe einiges in der Geschichte nicht verstanden wegen englischen Untertitel, englischer Aussprache, deutscher Untertitel, da wo ich nicht alles mitgelesen habe. Aber das war in Humboldt 1 auch passiert. Group 10 copies. Na daher. So, jetzt haben die nichts mehr, ne? Ja, jetzt haben sie nichts mehr. Collection confirmed. Ja, da hinten müssen wir abwenden. The Ventusi can repair the Dreadnought Cannon. Nee, komm, flieg mal so dahin. Reporting. Destination locked in. Coordinates confirmed. Wir haben irgendwas so. Dingens ist angedockt. Group 1 reporting. Was passiert jetzt hier? Acknowledged. Mehr Stufengeschütz repariert in 6 Minuten. Alles klar. 6 Minuten Defen. Kriegen wir hin. Alert. 4 inbound contacts acquired. The keepers have returned. We must defend Ventus at all costs. Ja, kriegen wir hin. Copy. Attack vector laid in. Geht direkt los. Ohne Formation? Ja, ohne Formation. Ich würde tatsächlich mal anfangen zu probieren, eine kleine... Production underway. Das hier aufzubauen. Mal gucken, ob es mir irgendwas bringt. So, die Aufgabe ist es übrigens, den Hüter auf alle zu jedem Preis zu verteidigen. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt das so sage, klappt das? Ich habe jetzt einfach mal gesagt, die sollen die Ventusi verteidigen. Group 1 reports enemy contact. Group 1 under attack. Mothership. Das Mutterschiff sieht mal nach da hinten. Mothership underway. Hier auch. Group 1 under attack. So. Copy. Supporting friendly units. Watch your six. Interceptor squadron complete. Group 1 reports enemy contact. Wait, watch your course. We're under fire. Group 1 reporting. Das mit dem Defen klappt so gar nicht. Klappt das? Nein. Marine frigate heavily damaged. Assume combat state. Auch nicht. Okay, komm, macht hier einfach Group mal go. Reports enemy contact. Damcon level 2. Target confirmed. Interceptor squadron complete. Confirmed. So, jetzt sehe ich ja gleich mal, dass die Jäger nicht den gewünschten Effekt haben. Die sind nicht die, die hier stark sind. Nicht so wie zumindest erhofft. Okay, alles auf aggressiv. Group 1 reporting. Strike group reports hostile contact. Lock all weapons on target. Cabin pressure dropping. Interceptor squadron complete. Engineering reports damage. Habe ich eigentlich schon mal jemals von diesen Hüter einen sinnvoll platt gekriegt oder sind die immer vorher in den Dingensraum verschwunden? Tatsächlich keine Ahnung, ob ich jemals einen Hüter besiegt habe. Interceptor Squadron complete. Strike Group receiving fire. Roger. Group 1 reporting. Einzigste, was gerade wirklich eine gute Idee war, dass ich die hier nach vorne geschickt habe. Marine frigate under attack. Hier Ruhe reinzukriegen. Interceptor squadron complete. Alright, stay with me now. Group 1 copies. I got one. Supporting friendly unit. Reported. Group 1 standing by. We're under fire. Strike group reports hostile contact. Moving to intercept.
Incoming heavy fire. Wieder eine. Okay, die Marinefregatten sind tatsächlich irgendwie ein saubeliebtes Ziel. Ich weiß nicht warum. Aber es ist mir jetzt schon mehr als einmal aufgefallen. Ich mal hier Abfangjäger so. Dass die einfach extrem oft direkt angegriffen werden, die Marinefregatten. Vermutlich, weil sie zum Kapern sind. Weiß es nicht. Meine Mies soll es nicht jucken, die haben sich wieder weggeportet, ihr seht es. 2 Minuten noch. Schaffen wir locker. Erst ein Bomber kommen raus. Das ist das Einzige, was mir nicht so ganz zusagt. Wie viele Ressourcen habt ihr denn hier? Zeig mal an. 3000, okay. Er bewegt sich auf eine etwas ungünstige Stelle zu. Standing by. Strike group, prepare for assault. Bomber squadron, complete. Under attack. What's the call? Roger. Acknowledged. Supporting friendly unit. Group 1 copies. Group 1 reinforced. Dass ich das hier wegbewegt hat, passt das? Receiving light fire. Strike group under enemy attack. Frigate under attack. Watch your six. Combat station, look sharp. Bomber squadron complete. Mothership frigate facility under attack. Copy. Marine frigate under attack. Group 1 reporting. Strike group under enemy attack. Strike group, prepare for assault. Marine frigate under attack. Under fire, requesting orders. Breach in starboard fusion chamber. Wir haben noch mehr Fregatten gerade verloren, wenn ich das hier richtig sehe. Ionengeschützfregatten 3 Stück, 1, 2, 3. Haben wir verloren. Und. Bomber Squadron complete. Wollen wir die Torpedofregatten? Haben wir 5? Ja, gut, war nur die. Gut. Group 1, Strike Group receiving fire. Hull breach, Hull breach. Frigate lost. Taking damage, please. Die nächste eine. Under attack, what's the call? Heavy fire confirmed. Noch eine Ionengeschützfregatte, gut. Ihr fightet hier etwas sehr komisch. Ich meine nicht, dass es mich extrem stört, aber. Es wundert mich ein wenig. 6 Sekunden, dann haben wir alles. Time to recharge after it has been fired. Das Spiel wird gespeichert. Okay. Die Frage ist jetzt, kann ich mit diesem großen Geschütz jetzt entsprechende Sachen wegballern? Ich habe mal direkt da hinten ein so ein Dingens. Okay, hat sie weggeportet und nehmen wir das da als Ziel als nächstes. Group 2 designated. Group 1 reporting. Group 2 copies. Also jetzt hat er den Befehl entgegengenommen. All personnel code red. Frigate lost. Group 1 standing by. Weiter auf alles ballern. Außer du hast ein direktes Target. Also er dreht sich. Ist jetzt mit einer großen Waffe da drauf. Bomber squadron complete. Strike group reports hostile contact. Marine frigate under attack. Sieht so aus, als ob jetzt hier irgendwie was ganz Besonderes passiert. Ich weiß auch nicht, von wem der Strahl gerade ausgeht. Den wir da sehen. Wow! Alles klar. Gut. The Keepers are focusing their attacks on Ventus. Ventus and the Dreadnought must be defended. Ja, kriegen wir hin. Okay, also diese große Kanone, die ihr da gerade gesehen habt, die war auf jeden Fall. Was kann nicht gestoppt werden? Man kann die Hüter nicht aufhalten. Ja, okay.
Ich kann jetzt hier die nur fighten lassen. Ist er auch schon wieder fertig? Ja. Noch mehr zum Abwerten. Da oben. Mhm. Und dann. Understood. Macht einfach. Torpedo frigate under heavy fire. Destroyer under attack. Group 1 reporting. Ion cannon frigate complete. Frigate under attack. Breach in starboard. Ja, selbst wenn die, das Superschlachtschiff mit diesem fetten Teil da drauf ballert. Ich glaube, 2 sind zu viel. Geht doch, 2 sind. Richtig. Selbst dann, wenn ich das mache, portet er sich einfach weg und die Sache hat sich erledigt. Ihr habt es gerade gesehen, er hat jetzt nicht irgendwie sonderlich viel gebracht. Also, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Superschlachtschiff einigermaßen sinnvoll immer auch die großen Schiffe angreift. Und wir dadurch eine Chance bekommen. Ion Cannon Frigate. Complete. Gotcha. Ja, diese Waffe ist schon geil, ne? Breach in starboard fusion chamber. Oh, hat sich nicht weggeportet. Heavy fire confirmed. Doch, jetzt. Okay, wir haben nochmal Meldung gekriegt, dass wir Fregatten verloren haben. Torpedo-Fregatten, 2 Stück schon. So. Production under way. Mothership's capital ship facility under attack. The mothership is under light attack. Ion cannon frigate. So. Das lassen wir mal noch. Ja, halt das als Ziel, das geht auch klar. Nochmal, okay, wir lassen es einfach so. Es sieht ja soweit ganz gut aus. Ressourcentechnisch ist es so, oh lala. Einfach weiter fighten, nicht aufgeben. Ich hoffe, dass das Superschlachtschiff die Sachen geregelt bekommt. Und ja, wir werden ganz kurz mit euch hier zur Reparatur hinschicken müssen. Was ballerst du eigentlich gerade? Nicht unbedingt auf was Sinnvolles. Mach mal da weiter. Mhm. Okay. Ich glaube, ich muss das Superschlachtschiff ein wenig steuern, dass es immer hier schön auf die Dicken drauf ballert. Das werde ich jetzt auch tun. Es sind ja genug Dicke da und wechsel auch immer schön. Ich meine, so viele Dicke sind es ja nicht mehr. Reparatur ist auf dem Weg. Auch wenn die sich gerade leider sehr viel Zeit lässt. So, der kriegt Damage rein, müsste sich gleich wegporten. Oder eben auch nicht. Jetzt portet er sich weg. So, hier neue Befehle. Da ist der nächste große, da gehst du auch drauf. Da kommt die nächste davon raus. Group 1 standing by. Copy. Torpedo frigate complete. Group 1 copy. So. Standing by. Group 1 standing by. Group 1 reinforced. Jetzt dreht sich. Group 1 copy. So. Attack coordinates locked in. Confirm. Frigate lost. Wird das was?
Okay, aber die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, wir gehen erstmal in die nächste Folge. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass wir das hier schaffen. Das kann sein, dass wir nochmal neu starten müssen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sagt immer zum Schluss. Tschüss.